Billy come than party pilot. Da kommt noch ein Hubschrauber im Anflug. Nice. Und ich bin hier mit dem Segelflieger. Wir starten jetzt mal, wir gucken. Hier wird dann auch ein Hubschrauber hier. Ich muss gerade erstmal einen Joystick ein bisschen einstellen wegen Airbrakes und so. Keine Probleme. Ja. Wow, was war? Was war das jetzt? Ne? Das ist geil, wir haben hier gleich einen Hubschrauber, der gelandet ist. Der fliegt ja noch. Und da kommen die anderen drei oder zwei, die wir noch auf der Map gesehen haben. Flatrate! Neptune, der stürzt ab. Auf welchem Server bist du? Also vorhin habe ich dich gesehen, ne? Vorhin. Ja, vorhin habe ich euch auch gesehen. Hast du jetzt was geändert, oder? Nein, ich nicht. Ah, dann ist nicht an deiner Seite. Dann ist nicht an deiner Seite. Boah, die kommen jetzt da noch rein, die zwei. Sind auch zwei. Drei Hubschrauber sind. Ne, der hintere, der Pascalu ist, glaube ich, ein Goose. Der Laserjet ist ein Hubschrauber. Die seit Anfang an kann man sich starten lassen mit dem Glider. Man hat ja. Sehr viel Wind. Vier verschiedene Startoptionen, also Startmöglichkeiten. Einmal die Cessna und dann drei verschiedene Winden. Und seit die Glider gibt, kann man sich auch so starten lassen. Ah yeah. Der ist nicht lange drin, seit dem letzten Update. Der ist noch nicht lange drin, Flatrate, seit dem letzten Update. Ist der drin und es gab mal einen Mod, der GC, der Discus, der Discus Mod, so, da kann man sich gegenseitig hochziehen lassen. Aber das geht mit dem Insider noch nicht. Unser Schatten auf dem Boden. Nice. Ist zu much. Aber jetzt wäre sowieso auch gleich in das Disconnect gekommen.
Ich glaube, jetzt hast du dein Seil verloren. Vorhin ja, habe ich es verloren gehabt. Aber er hätte sowieso jetzt gleich abgewunken. Aha. Ich muss auch noch. Ja. Das fliegt jetzt irgendwo da rum. Ah, dann hast du was verpasst, Flatrate. Jetzt ist mal empfehlenswert. Seit dem 11. November ist das 40. Anniversary von Flight Simulator hier draußen. Ich finde es cool, dass er jetzt da wieder runter geht und danach landet. Aber keine Ahnung, wo er ist. Hier ist ein Golfplatz hinter dem Airport. Oh ja, wir können dann noch ein bisschen Transportfieber spielen, wenn ich hier gleich die Bahngleise sehe. Ich will jetzt endlich Bahngleise bauen. Evil ist es schon, der hat mich angesteckt. Ivo. Eieiei. Ja. Wir können krasse weit fliegen. Halt auch ein bisschen wetterbedingt. Real Life kannst du ja nicht mal so ein bisschen den Wind hochschrauben wie hier jetzt. Und während er uns weiterhin so boosten tut, dann fliegen wir hier, krachen wir hier noch rein. Nee. Aber ich wollte mal noch ein Looping versuchen. Wir sind jetzt zu tief. Nur noch Willy Bolt da. Wie viel schleppt er einen denn? Ah, mein Schlepper ist unten angekommen. Cool. Der geht jetzt packen. Der Schlepper? Wie hoch schleppt er einen denn? Ja, der schleppt nur so einen so hoch, bis du dann über ihm bist und dann würde ich ausklinken, sonst zieht's dich wieder nach unten. Ah, hat es deine Bandbreite womöglich noch ausgeschaltet? Nee, das denke ich nicht. Lass ich da oben diese Höhe. Was hatte ich auch schon mal das Problem, dass ich lange nichts gesehen habe. Auf einmal habe ich sie dann wieder gesehen, also nicht mehr vor. Ich sehe schon viele, also ich sehe schon welche, aber halt in der Entfernung. Wie hier. Mich jetzt in der Luft nicht? Nope. Ich sehe dich auch nicht. Das ist auch strange.
Wann habe ich dich gesehen? Klinken, nachklinken. Und da ist auch nichts mehr. Direkt in den Bart rein. Okay, so, mache ich hier mal Pause. Stardreamer ist wieder gestartet. Ja. Von der Tasse bis zur Socke, alles ist in meinem Merch. Der Knicker hier vorne. Jetzt sind wir hier ran vorbeigeflitzt, hey. Ja, das ist schon ein bisschen trickery mit diesen. Keine Ahnung, an Uhrzeiten liegen, die man eingestellt hat, oder Tage? Nee, ich glaube zu 99,9%, dass das nicht dein Problem ist. Also nicht von deiner Seite, sondern von 13 Seite. Gehe ich jetzt mal davon aus. Gangzucker 1948. Thanks for the follow. Welcome board, Copter. Schön, bist du dabei. Du kannst gerne in DC joinen oder Twitter, to be up to flight, bei Fragen. Ansonsten macht ihr gemütlich hier. Der Kopf der Fumble. Willy Bold ist wieder gestartet, nice. Jetzt ist einfach mal die jetzt Departure. Mal gucken, ob das was bringt. Vielleicht kackt er aber schlecht mehr einen Flight Simulator wieder ab. Vielleicht braucht er einen neuen Stand. Kann auch sein. Also jetzt ist es ja auch gleich ein bisschen langweilig, Segelflieger, ey. Kann auch auf die Chester gehen oder sowas. Oder worauf ihr Bock habt. Kommt da schon gleich wieder, ja, nicht hoch. Wieder abgeschmiert. Wieder abgeschmiert, ja. Wie gesagt, ich glaube, das war deine Dings. Ja, dann lande ich, glaub's, und können von hier gerne einen anderen Flug machen oder so. Etwas Motoriges. Du gerne.
wenn wir von A nach B fliegen oder so. So, wieder in der Luft. Seh dich, ja. Ich glaube, der ist da am Schweben, der Starfleamer. Im Hubschrauber. Okay, können wir hier mal landen? Da kommen wir schön rein. Reducing final speed. Richtig cool finde ich, dass sie das mit dem Slippen auch reingemacht haben, dass das richtig funktioniert. Ja. Also sie sind wirklich cool ins Detail gegangen. Mhm. Mal gucken, was noch alles zukünftig kommen wird. Ich denke mal noch so ein Kissen, dass du das Arschgefühl kriegst. Das ist so ein mechanisches Kissen, was hier, keine Ahnung. Wollte noch nicht aufsetzen. So weit nach hinten ziehen, wie es geht. Jetzt. Oh! Da kommt er gleich so krass nach unten. Right turn! Slippery! Das finde ich das Geilste. Oh! Was für eine Punktlandung! Seht ihr das? Wir sind gelandet. Wir müssen jetzt Runway räumen.